Hallo, mein lieber Steinbock, und auch hallo an alle anderen, die eingeschaltet haben. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Vika Stern, lieber Steinbock. Lieber Steinbock, heute schauen wir uns die Karten an für die Liebe. Wir schauen uns deine Hauptenergie an, was kommt, der Rat der Karten und wie immer, was liegt im Verborgenen und ist dir in der Liebe nicht bewusst. Lieber Steinbock, bitte denk daran, das ist ja eine allgemeine Legung, das heißt, es kann nicht für alle passen. Nimm nur das, was zu dir gehört, das heißt, hör auf deine innere Stimme, dann weißt du sofort, welche Nachrichten von dir gehört werden müssen und welche eben nicht. Lieber Steinbock, ich biete auch persönliche Legungen an. Alle Informationen darüber findest du in der Infobox auf meiner Webseite. Und dort findest du auch den Link zu meinem Podcast. Dort habe ich auch mal eine Folge hochgeladen zum Thema karmische Seelenverbindungen. Also was der Unterschied ist zwischen Seelenverbindungen, also die richtigen Verbindungen, und die karmische Bindungen. Weil viele Menschen denken, sie seien in einer Seelenverbindung, sind aber eigentlich in einer karmischen Beziehung. Darfst du gerne mal reinhören und mir auch da folgen, wenn du magst. Link ist weiter unten. Ja, lieber Steinbock, aber dann fangen wir doch an. Was musst du wissen? Liebe, was musst du wissen? Liebe, was musst du wissen? Verletzlichkeit. Ich weiß, der Steinbock kann manchmal etwas kühl wirken und in sich gekehrt. Das heißt, hat so wie eine Fassade rundherum und ist manchmal so ein bisschen wie ein Buch mit 7 Siegeln, je nachdem, wie du dein Sternzeichen natürlich lebst. Aber denk daran, du darfst sagen, wenn dich etwas verletzt hat, weil nicht alle können dich lesen. Nicht alle sehen in dein Herz. Manchmal muss man gewisse Dinge zeigen und auch mitteilen. Vergiss das einfach nicht. Schauen wir mal mit dem Tarot. Was ist dort dein Hauptthema? Deine Hauptenergien? Liebe? Steinbock? Liebe? Steinbock? Der Hierophant. Vielleicht Thema Verlobung, Thema Hochzeit. Thema nächste Ebene erreichen. Etwas Längerfristiges angehen. Auch wollen. Nicht nur das kurze, schnelle Feuer, sondern das Glück auf langer Sicht. Loyalität, Vertrauen und Verbundenheit nehme ich hier wahr. Schöne Energie. Ich glaube, die meisten denken sich auch, ich will etwas Richtiges oder gar nichts. Wieder Stäbe, etwas aufbauen, vielleicht gemeinsam eine Immobilie erwirtschaften, natürlich jetzt nicht alle, aber die nächste Ebene. Falls du jetzt sagst, ja, ich habe ja niemanden, dann bereitest du dich selbst auf die nächste Ebene vor, damit du auch Liebe empfangen kannst, bereit bist für Liebe und auch für eine Beziehung. Der Hierophant, warum? Ja, Wunscherfüllung. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, lieber Steinbock, wenn du deinen Herzensmenschen noch nicht gefunden hast, dann hast du extrem gute Karten, dass dieser bald kommen wird. Weil hier geht ein Wunsch in Erfüllung oder du hast deinen richtigen Partner schon kennengelernt. Was war denn in der Vergangenheit? Denk daran, Zeit ist fließend, das ist ja eine zeitlose Legung. Einige befinden sich vielleicht jetzt in dieser Energie. Und bei anderen ist es schon länger, also auch vielleicht abgeschlossen und andere also kommen erst noch dahin in diese Energie. Was war in der Vergangenheit, Steinbock? Liebe? Was war denn in der Vergangenheit? Ja, schön. Die Liebe deines Lebens nehme ich wahr. Zwillingenergie, Luftenergie. Könnte ein Luftzeichen sein oder jemand Sternzeichen Zwilling. Liebe, die große Liebe. Hier möchte Liebe kommen oder du hast deine Liebe schon kennengelernt.
glaube, du bist auch bereit für Liebe. Ganz viele sind bereit jetzt. Bube der Schwerter, Luftenergie. Vielleicht hat dich diese Verbindung auch etwas gelernt oder Dinge fühlen lassen, die für dich unbekannt waren. Oder du hast deinem Gegenüber etwas gezeigt. Dein Gegenüber konnte etwas lernen. Kann auch gespiegelt sein, nimm so, wie es passt. Falls du in einer Verbindung bist, sei nicht erstaunt, wenn bald die nächste Ebene kommt. Was auch immer das bedeutet, das ist ja für jede Person etwas anderes. Die Liebenden. Ja, Steinbock-Energie, vielleicht auch mit einem Steinbock. Oder jemand, der ein bisschen karrierefokussiert ist. Vielleicht hattest du früher auch eher so Abhängigkeitsbeziehungen, toxische Verbindungen. Das ist jetzt ab vorbei. Mit was musst du denn jetzt rechnen, Steinbock? Mit was musst du jetzt rechnen, Steinbock? Zweiter Stäbe. Steinbock, mit was musst du jetzt rechnen in der Liebe? Zweiter Kelche. Der Herrscher. Wow, die hohe Priesterin. Ganz schöne Verbindung hier. Ich muss ehrlich sagen, verwundert mich aber auch nicht, dass hier zwei der Stäbe kommt, weil manchmal, wenn etwas ganz Schönes auf einem zukommt, kann man es manchmal wie fast nicht fassen oder greifen. Und dann kann auch mal eine kleine Stagnation kommen oder Blockade, weil das vielleicht auch etwas Ungewohntes ist. Vielleicht auch Thema Entscheidungen könnten hier aufkommen. Mit zweiter Stäbe, will ich nicht, will ich die nächste Ebene, ist das wirklich das Richtige? Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, du musst gar nicht groß überlegen, die Karten sind so gut. Also wenn du das Gefühl hast, das ist dein Reading, dann, ich habe das Gefühl, es könnte eine Verbindung fürs Leben sein. Richtig schön. Weil hier zwei der Kelche, Verbindung erweitern, vielleicht in eine Beziehung gehen, darüber sprechen. Die Herzen gehen so ineinander. Ich habe auch das Gefühl, könnte jemand sein mit so ein bisschen Herrscherenergie, muss aber nicht. Wieder Energie. Oder jemand eben, der Beruf sehr wichtig ist. Oder ihr erschafft euch selbst zusammen euer Reich. Oder ihr macht beruflich etwas zusammen. Weil hier ist wirklich eine tiefe Verbindung, die Hohepriesterin. Tiefe Verbindung aus dem Herzen heraus. Warum zwei der Stäbe? Ja, du kannst fast nicht fassen, ob das wirklich dein Glück ist. Und dein Gegenüber kann es nicht fassen. Ja, so, das ist richtig gut. Schau mal, die Herrscherin, und hier hast du den Herrscher. Man sagt immer, der Herrscher, das ist immer eine spezielle Energie. Der Herrscher lässt sich nicht auf jede Person ein und lässt sich auch nicht zähmen. Aber die Herrscherin zähmt den Herrscher. Die passen zusammen. Die ergänzen sich, vervollständigen sich und da wird sogar der stärkste Mensch ganz, ganz weich, wenn diese Verbindung zustande kommt. Und das ist auch noch Leidenschaft. Vielleicht habt ihr die gleiche Leidenschaft, das gleiche Lebensziel. Und ihr teilt euch das. Warum der Herrscher? Ja, da war eine Zeit lang eine Verletzlichkeit. Vielleicht auch ein bisschen Misstrauen, vielleicht auch in der Vergangenheit eine Lüge oder ein Betrug. Und dadurch ist diese Verletzlichkeit und diese Verschlossenheit entstanden, entweder bei dir oder bei deinem Gegenüber. Aber das ist vorbei, habe ich das Gefühl. Schauen wir mal weiter, Steinbock. Liebe, was kommt sonst noch? König der Schwerter, Luftenergie. Fünfter Kelche.
am dritten der Münzen. Der gehängte leichte Stagnation. Vielleicht kann man sich dem nicht, noch nicht richtig hingeben. Diesem Gefühl braucht Zeit. Aber ich glaube, das ist normal. Braucht Zeit und Vertrauen auch. König der Schwerter könnte eben ein Luftzeichen sein, muss aber nicht. Oder jemand, der gerne ein bisschen unabhängig ist oder ein bisschen seine Freiheiten braucht. Kopfmensch, oder du bist das, das ist deine Energie. Aber hier ist immer wieder der Blick zurück. Irgendetwas wird noch verarbeitet aus der Vergangenheit, muss aber nichts mit dieser Person zu tun haben, kann, muss aber nicht. Aber hier ist etwas, was verarbeitet wird aus der Vergangenheit, was geschehen ist. Aber mit Ritter der Münzen, ich habe das Gefühl, es geht vorwärts, aber langsam. Aber dafür konstant, sicher. Schritt für Schritt auf die nächste Ebene zu. Warum König der Schwert? Warum diese kopflastige Energie? Ja. König der Kelche, Wasserzeichen und Acht der Kelche. Vielleicht hattest du in der Vergangenheit mal etwas zu tun mit einem Wasserzeichen, hast dieses verlassen. Oder du hast entschlossen, einen neuen Weg zu gehen in der Liebe. Warum Fünf der Kelche? Ja, vielleicht hattest du schon mal in der Vergangenheit etwas aufgebaut mit jemandem oder vielleicht auch mit dieser Person, wer weiß. Und da ist eben irgendetwas passiert, was dich enttäuscht hat. Vielleicht hast du auch Angst, dass das, was sich hier entwickelt, dass es zu dieser Enttäuschung führen wird, dass sich etwas wiederholt, sich hier eine Angst. Und darum auch beobachten. Ich habe das Gefühl, dass wenn du einen Partner hast oder jemanden kennengelernt hast, du beobachtest ganz genau, was da gesagt wird und was getan wird oder dein Gegenüber beobachtet. Einfach diese Person, die misstrauisch ist, beobachtet die andere Person extrem. Fast schon, als wäre sie auf der Hut. Als wäre man auf der Hut, dass etwas passiert. Ich habe zwar nicht das Gefühl, dass etwas passiert. Ich glaube, das ist eher eine unnötige Angst. Ja, Feuerenergie. Ich habe schon das Gefühl, du hältst an gewissen Dingen fest oder dein Gegenüber. An Thema Passion, Leidenschaft. Vielleicht ist dir auch das Körperliche extrem wichtig. Das ist noch interessant beim Steinbock. Die sehen so brav aus. Die wirken auch brav. Aber wenn es um Bettgeschichten geht, also die haben ja da eine versteckte Passion drin. Also man würde es nicht denken, aber einem Steinbock ist das Thema Sexualität, sage ich mal, körperliche Leidenschaft sehr, sehr wichtig. Es kann aber sein, dass dieser Drang etwas verdrängt wird und erst mit einem gewissen Alter ein bisschen hervorkommt. Das ist normal. Aber der Steinbock hat eigentlich eine körperliche Tiefe. Würde man ihm vielleicht nicht unbedingt ansehen. Oder bei gewissen Sternzeichen sieht man es schon, wie bei einem Schützen, oder sieht man es eigentlich sofort. Beim Steinbock, der kann wirklich Menschen überraschen, sage ich jetzt mal, zu diesem Thema. Die haben da ja eine Leidenschaft, die eben so ein bisschen entschlüsselt werden muss. Ich glaube, du hältst auch an diese Leidenschaft fest. Und es geht vorwärts. Schauen wir mal weiter. Was ist denn der Rat der Karten? Oh, wow. Verfolge dein Glück. 10 der Münzen. Verfolge das. Verfolge dein Glück. Verfolge, also arbeite weiter dran an deinem, falls wirklich in deiner Partnerschaft glücklich bist natürlich, dann arbeite weiter daran. Und wenn du jetzt sagst, ich bin nicht glücklich, es ist toxisch, dann überlege dir wirklich, arbeitest du wirklich an deinem Glück oder arbeitest du eher an deinem Unglück? Wirklich an deinem Glück arbeiten, Fokus auf das Glück.
Was liegt denn im Schatten, lieber Steinbock? Was ist dir nicht bewusst? Ja, Ritter der Stäbe. Körperliche Bedürfnisse habe ich das Gefühl. Unterdrücke deine körperlichen Bedürfnisse nicht, auch dein Gegenüber nicht. Kommuniziere. Wenn da was ist, dann kommuniziere. Das ist vielleicht ein stärkeres Bedürfnis, als du denkst. Irgendetwas wird unterdrückt. Irgendein Verlangen. Schauen wir mal mit den Romance-Karten nach. Steinbock. Wahre Liebe. So habe ich gesagt, das fühlt sich richtig nach einer wunderschönen, also einer wunderschönen Liebesgeschichte an, die vielleicht noch etwas Vertrauen braucht, aber die Basispotenzial extrem hoch. Du musst einfach deine Bedürfnisse auch offenlegen, weil du darfst nie vergessen, wir können nicht Gedanken lesen. Und nur wenn etwas offengelegt wird, kann man auch mehr Vertrauen fassen, weil man ja den anderen dann besser versteht. Ja, mein lieber Steinbock, danke vielmals fürs Zuhören, Zuschauen. Lass ein Like da, abonniere meinen Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao.